Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich komme jetzt gerade vom Trainingsplatz und bin hier mit Elias, den ihr nachher gleich kennenlernen werdet. Und ihr seht schon, es geht um das Thema Ernährung für Fußballer. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, welches wir euch auch näher bringen wollen. Viel Spaß beim Video. Also, hallo Leute, mein Name ist Elias. Ich bin neu bei 360 Football dabei. Ich bin mehr im 360 Football Supplements Bereich tätig. Bin da für die Produktentwicklung und den Content zur Ernährung zuständig. Und wie ihr seht, heute ist das Thema Ernährungsbasics dran. Ein sehr wichtiges Thema, wie Nick vorher schon angetönt hat. Und ich möchte heute euch einen kleinen Überblick geben, damit ihr schon mit kleinen Tipps und Tricks eure Ernährung auf einen neuen Stand bringen könnt und so optimal für das Training gewappnet seid. Also das sind die Themen, welche wir in dem Basics-Video behandeln werden. Heute werden wir als erstes auf den Kalorienverbrauch eingehen und zweitens auf die Makronährstoffe und deren Empfehlungen für den täglichen Bedarf. Die Makronährstoffquellen werden wir zusammen mit den Vitaminen und den Beispielsmahlzeiten in einem nächsten Video behandeln. Also, erstes Thema, Kalorienverbrauch. Jeder Mensch verbraucht pro Tag eine gewisse Anzahl an Kalorien. Die ist unterschiedlich, zum einen bei Männern und bei Frauen, und außerdem ist sie davon abhängig, wie viel Sport man macht oder sich allgemein täglich bewegt. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich als Student weniger verbrauche wie Nick, der täglich irgendwie 5 bis 10 Trainings macht und immer auf dem Platz steht. Aber was fangt ihr jetzt damit an? Es gibt ganz einfache Rechnungen, um den Kalorienverbrauch täglich auszurechnen. Da gibt es zwei Grundbegriffe, den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Und für das werden wir gerade ein Whiteboard weiter rübergehen. Und dann kann ich es euch an einem Beispiel zeigen. So, Grundumsatz. Grundumsatz ist so definiert, das ist eigentlich der Verbrauch an Kalorien, welcher jeder Mensch hat, um seine Organtätigkeiten aufrechterhalten zu können. Sprich, du musst so viel essen, so viel Kalorien, dass deine Leber funktioniert, deine Verdauung, dein Herz schlägt und so weiter. Ganz einfach als Beispiel. Dieser berechnet sich aus dem Gewicht in Kilogramm, also zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt ein bisschen schwerer, 91 Kilo, mal 23 beim Mann und mal 21 bei der Frau. Gut, dann haben wir den Grundumsatz. Jedoch, mit dem können wir noch nicht viel anfangen. Da ist für uns wichtiger der Leistungsumsatz. Leistungsumsatz ist eigentlich der Verbrauch an Kalorien, welcher ihr über den ganzen Tag verbraucht. Sprich, eingerechnet damit sind sportliche Tätigkeiten, Alltag, also Beruf oder allgemein Spaziergänge und so weiter. Und dieser wird berechnet aus dem Grundumsatz, welchen wir oben hatten, also das Gewicht in Kilogramm mal 23, mal einen sogenannten HAL-Wert. PAL-Wert ist eine Zahl, sie ist nicht beliebig, sondern die wurden mal festgehalten. Das ist ein bisschen schwer, um jetzt das genau auszuführen, den man einfach mal den Grundumsatz rechnet. Der PAL-Wert ist definiert aus wie viel Aktivität man pro Tag hat. Jetzt werden wir eine Tabelle einblenden, wo diese PAL-Werte drin sind. Sie bewegen sich von 1,2 bis 2,0 bzw. 1,8 bis 2,0, und auf der Tabelle seht ihr ja, wie diese definiert sind. Jetzt, mit dem könnt ihr wahrscheinlich noch nicht viel anfangen. Darum haben wir hier ein Beispiel. Wir haben hier David, 16 Jahre alt, Juniorenfußballer, der 3 Trainings pro Woche hat, ein Spiel und 70 Kilo wiegt. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel dieser David verbrennt. Dann nehmen wir zuerst den Grundumsatz, also 70 von den 70 Kilo mal 23, weil er ein Mann ist. Dann haben wir 1610 Kalorien, und das ist der Grundumsatz. Also so viel muss David essen oder zu sich nehmen,
um seine Organtätigkeiten am Laufen zu halten. Und jetzt wollen wir den Leistungsumsatz ausrechnen. Also wie viel verbrennt David gesamthaft täglich? Das wären also der Grundumsatz, also 1610 Kalorien, mal den PAL-Wert. Der PAL-Wert ist jetzt bei David 1,6. Denn er ist Schüler, das habe ich hier nicht vermerkt, Entschuldigung. Und er hat 3 Trainings pro Woche plus ein Spiel. Darum kommt er in der Tabelle auf 1,6. Wenn ihr das nicht ganz nachvollziehen könnt, könnt ihr zurückspulen zu der PAL-Wert-Tabelle, die wir eingeblendet haben, und dann wird euch das wahrscheinlich ein bisschen klarer werden. Somit haben wir mit diesen 1610 Kalorien des Grundumsatzes mal 1,6, also dem PAL-Wert, 2576 Kilokalorien, welche David täglich im Durchschnitt pro Woche verbrannt. Was meine ich mit täglich im Durchschnitt pro Woche? Es gibt natürlich Tage, zum Beispiel, wenn er kein Training hat und kein Match, da verbrennt er ein bisschen weniger, aber an einem Matchtag verbrennt er ein bisschen mehr. Darum, das ist so ein ungefährer Wert, einfach, dass man mal einen Anhaltspunkt hat. Also, dann wäre Thema 1, Kalorienverbrauch, abgehakt. Dann kommen wir zum Thema 2, Makronährstoffe und ihre Empfehlungen. Doch was sind Makronährstoffe? Es gibt 3 von ihnen, die Proteine oder Eiweiße, die Kohlenhydrate und die Fette. Ich werde auf alle ein bisschen näher eingehen jetzt. Als allererstes die Proteine. Was sind Proteine? Proteine sind die Baustoffe des Körpers. Sprich, wir müssen Proteine zu uns nehmen, weil sie für den Aufbau und den Abbau von Gewebe zuständig sind. Sprich, zum Beispiel, ich esse Proteine, um meine Zellwände aufzubauen oder meine Muskeln. Dann die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate liefern den Großteil unserer Energie. Sie werden in sogenannten Glykogenspeichern abgespeichert im Körper und sind dafür da, dass man Energie aus ihnen rausziehen muss, wenn man sie braucht, wie zum Beispiel in der Schule, wenn man gut überlegen muss, auf dem Trainingsplatz steht. Die Fette sind da ein bisschen spezieller. Fette sind im Körper zuständig für Verschiedenstes. Einerseits sind sie auch für den Aufbau von gewissen Strukturen im Körper zuständig, andererseits für den Hormonhaushalt und sie sind zum Teil auch zuständig für die Aufnahme der Vitamine, auf welche wir später eingehen. Jetzt, was soll ich mit dem anfangen? Wie viel? Von was soll ich essen? Dabei werden wir euch jetzt Empfehlungen weitergeben von der größten, die sind gestützt auf der größten Meta-Analyse, also eine Übersichtsarbeit der aktuellen wissenschaftlichen Lage zum Konsum der einzelnen Makronährstoffe bei Fußballern. Die wurde von Oliveira et al. 2017 veröffentlicht und beinhaltet über 100 Studien, wenn ich mich jetzt nicht vertue, und ist eigentlich so das Werk, auf was wir uns stützen müssen. Die Empfehlung bei den Fetten, beginnen wir bei den Fetten, ist bei 20% der Gesamtkalorien. Dies ist darum, weil man mindestens 20% der Gesamtkalorien decken muss, um wirklich die ganzen Organe und Hormonhaushalt, was ja essentiell ist im Körper, aufrechtzuerhalten. Bei den Proteinen ist eine Sparte zwischen 1,2 Gramm bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Dies variiert. In der Preseason ist die Empfehlung da eher etwa im höheren Bereich, also bei etwa 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, und sonst werden das also zwischen 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das variiert je nach Körpertyp. Gut, dann kommen wir noch zu der Empfehlung der Kohlenhydrate. Die ist relativ groß, diese Sparte zwischen 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und 10 Gramm. Das ist einfach auch unterschiedlich je nach Körperbau und Anlagen. Aber bei 5 sollte man wirklich sein. Das macht dann auch einen Großteil der Gesamtkalorien aus, was ich jetzt anhand von einem Beispiel erläutern werde. Gut, jetzt haben wir diese Empfehlungen abgegeben. Jetzt müsst ihr noch etwas mit dem anfangen können. Darum zeige ich euch anhand vom Beispiel von David, wie viel er von was pro Tag essen könnte oder sollte. Also, wir beginnen mit dem Fetten, weil das ist ja eine Minimumanzahl und diese nehmen wir auch,
weil die Fette meiner Meinung oder unserer Meinung nach von 360 Football fast ein bisschen in den Hintergrund geraten und man mit dem Minimum, welches empfohlen wird, gut etwas anfangen kann. Dann haben wir hier wieder die Gesamtkalorien von David, also 2576 Kilokalorien. Und jetzt wollen wir ja laut den Empfehlungen 20% der Gesamtkalorien in Form von Fetten. Also rechnen wir den Gesamtkalorienbedarf mal 0,2. Das sind diese 20%. Da kommen wir auf 551 Kilokalorien. Und jetzt müssen wir ja eine Fettanzahl haben. Und Fett, also der Makronährstoff Fett, hat pro Gramm Fett 9,3 Kalorien. Das ist so festgelegt. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, kommt dann in nächster Zeit ein Ernährungsguide, wo alles noch viel detaillierter beschrieben ist und ihr bei allfälligen Fragen auf den zurückgreifen könnt. Jetzt bin ich kurz abgeschweift. Zurück. 551 Kalorien machen diese 20% aus, geteilt durch 9,3, weil wir ja die Grammzahl wissen möchten an Fetten. Und dann kommen wir auf 55 Gramm Fett. Dann hätten wir mal die Fette. Jetzt würden wir weitergehen mit dem Protein. Da ist die Empfehlung ja 1,2 Gramm bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Hier haben wir jetzt einfach mal 1,5 genommen. Das ist so etwa unsere Empfehlung. Hier sogar ein bisschen drauf, aber wir nehmen jetzt hier für die Beispielrechnung 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären bei David 105 Gramm. Das berechnet sich aus 70 mal 1,5. Ziemlich einfach, weil er ja 70 Kilo schwer ist. Das macht 105 Gramm Protein, dann hätten wir die Proteine. Um euch noch aufzuzeigen, wie viele Kalorien das sind, werden die 105 Gramm Protein mal 4,1 gerechnet. 4,1, das ist der Wert an Kalorien, welches 1 Gramm Protein hat. Darum kommen wir dann auf 431 Kalorien aus Protein. So, jetzt müssen wir einfach nur noch den Rest berechnen. Für die Kohlenhydrate, das machen wir so, dass wir die 551 Kalorien aus den Fetten und die 431 Kalorien aus den Proteinen minus die Gesamtkalorienzahl nehmen. Da kommen wir auf 1594 Kalorien, welche noch übrig bleiben. Und da 1 Gramm Kohlenhydrate gleich viel Kilokalorien hat wie Protein, also auch 4,1, rechnen wir diese 1594 geteilt durch 4,1 und dann kommen wir auf 388 und das wäre die Grammzahl an Kohlenhydraten. Falls euch das alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, könnt ihr zurückspulen, alles nochmal anschauen und dann wird es euch sicher klar werden. Jetzt wollen wir noch wissen, sind die Kohlenhydrate dann auch in den Empfehlungsbereich? Der war ja zwischen 5 und 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da nehmen wir also die 388, die wir bekommen haben, geteilt durch die Kilogrammanzahl von David und dann kommen wir auf 5,5, die Zahl 5,5, also 5,5 Gramm, was ja völlig im Rahmen ist. Jetzt haben wir hier unten eine kleine Zusammenfassung. Also, damit David sein Gewicht halten kann, ist er 2576 Kilokalorien. Das verbraucht er täglich. Sprich, ist er so viel? Sollte er genau gleich schwer bleiben. Davon sind 388 Gramm Kohlenhydrate, also 1594 Kalorien, 105 Gramm Protein, also 431 Kalorien und 55 Gramm Fett, also 551 Kalorien, die wir hier oben berechnet haben. Jetzt werden wir euch kurz ein Kreisdiagramm einblenden, wo euch mal klar macht, was das ausmacht. Also, was hat den größten Anteil der täglichen Ernährung? Und wie ihr seht auf der Grafik, Kohlenhydrate haben ganz klar den Lead. Und das ist sicher auch so, weil es der Hauptenergieträger ist des Körpers. Speziell bei David, der noch Fußballer ist, dreimal Training pro Woche, ein Spiel, ist es für ihn sehr, sehr wichtig, seine Energiespeicher, also seine Kohlenhydratspeicher im Körper zu füllen. Um perfekt gewappnet zu sein, einerseits für seinen Schulalltag, aber vor allem auch für seine sportlichen Aktivitäten auf dem Fußballplatz. Vielleicht noch als Zusatzinfo, dass ihr auch wirklich verstanden habt, was ich meine.
Wir haben ja vorher den Leistungsumsatz ausgerechnet, also wie viel Kalorien verbrennt David täglich? 2576. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn er genauso viel isst, sollte er genau gleich schwer bleiben. Wenn er mehr isst, ist vielleicht wichtig, würde er zunehmen. Sprich, hat David das Ziel aufzubauen, Muskulatur oder einfach nur Gewicht, was bei vielen Fußballern eigentlich noch das Thema ist, dann müsste er ein wenig mehr als 2576 Kalorien essen. Wir empfehlen da ein Plus von ca. 150 bis 300 Kilokalorien, damit das ganze Gewebe, was man aufbaut, auch nicht nur Fett ist. Denn je mehr man zu viel isst, also wenn man jetzt, sage ich mal, 600 Kalorien zu viel isst jeden Tag, dann wird der Hauptbestandteil Fett sein. Und wenn ihr abnehmen wollt, müsst ihr weniger essen als 2576 Kalorien. Dort haben wir so als Maßwert sicher nicht unter den Grundumsatz, der vorher bei 1610 Kilokalorien war, damit eure Organe sicher immer funktionieren. Aber auch sonst würden wir eher empfehlen, ein Defizit von höchstens 200 bis 300 Kalorien zu fahren, was dann so circa 2200 Kilokalorien ausmachen würde, um abzunehmen. Aber tiefer werden wir nicht auf diese Thematik eingehen, weil es nicht von Belang wäre. So Leute, ihr wurdet bombardiert mit Informationen zum Thema Ernährung, finde ich aber ganz, ganz wichtig. Wenn dich das interessiert, wie du deine Leistung steigern kannst, dann ist es halt so. Ernährung ist ein wichtiges Thema. Und die ersten zwei Punkte haben wir somit eigentlich abgeschlossen. Und im nächsten Video geht es weiter mit Elias. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ihr könnt davon profitieren. Bis zum nächsten Video.